bin Vorbesteller Nummer 1513. Das Auto begeistert mich auch heute noch. Bei Sono Motors ist die Community quasi ein Fanclub, der aber nicht nur einfach da ist und zuschaut, sondern wirklich mitmachen kann. Die Community ist das, was uns groß gemacht hat. Die Community hat diesen Wagen so bestimmt, wie er jetzt ausschaut. Da ist alles drin, was ich brauche. Das sieht modern aus, macht einen guten Eindruck. Also das Auto muss für mich auf die Straße, ganz ehrlich. Im Grunde genommen ist es unser Auto, das wir auf die Straße bekommen wollen. Ich freue mich auf die Serie. Ja, spannend. Fährt sich richtig gut, richtig sportlich und macht Spaß. Es ist gut, das Gefühl zu haben, man kann so ein bisschen mitentscheiden oder an der Entwicklung des Autos teilhaben. Es ist ein komplett neuer Ansatz, neue Mobilität zu denken. Der soll auf die Straße kommen, weil ich möchte, dass die Leute mit einem umweltfreundlichen Auto rumfahren. Ich möchte dieses Auto unterstützen, ich möchte Sono Motors unterstützen, dass dieses Auto auf die Straße kommt. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass wir als Community das Ganze in der Hand haben. Die Mitarbeiter sind motiviert, die Community möchte, dass das Auto lebt. Also Daumen drücken. Wir hatten schon einige Nackenschläge, wir haben sie eigentlich bisher alle geschafft und ich hoffe, dass wir den letzten auch noch schaffen. Ja, wir glauben an das Projekt und ich denke, das muss man auf jeden Fall unterstützen. Wir müssen ja irgendwo anfangen und es fängt halt klein an und das ist ein Beispiel und ich bin mir sicher, wenn Sion auf die Straßen kommt, dass es einen Beitrag leisten wird. Das wäre natürlich für alle ein Riesenvorbild, mutig zu sein und neue Dinge zu wagen und sich zu trauen, mit den bestehenden Systemen zu brechen und was Neues auszuprobieren. Save Sion! Save Sion! Save Sion! Sei Teil davon und bringt den Sion an den Start.